Ja, schönen guten Tag alle miteinander zu P9 Live, die aktuelle Ausgabe. Diesmal mit dem Thema E2, E4, Standarderöffnung im wirtschaftlichen Grundsatzprogramm. Ja, ich glaube, wir erklären erst stelle ich euch mal vor. Wir sind heute zu dritt. Zunächst einmal, so auf welchem Kanal ist sie? Nene genannt, Cornelia Otto. Und auf Kanal 3 habe ich hier Thomas Wied. Twitter-Name ist? TH Wied Tweet. Und jetzt ins Mikro, TH Wied Tweet. Ja. Der Nickname. So, und ich habe heute den Spaß, gleichzeitig Moderation und Bildmische zu machen. Von daher bin ich meistens auch so ein bisschen unkoordiniert und will nochmal genau wissen, wer auf welchem Kanal ist und so weiter. Ich bitte das zu entschuldigen und rufe bei dieser Gelegenheit gleich auf, wir können noch Freiwillige brauchen, egal ob am Bildmische oder Moderation. Aber das gleichzeitig zu machen muss nicht sein. Kommen wir zurück zum Thema, wieso eigentlich E2, E4? Tom, willst du das erklären? Ja, also das ist eine Referenz auf das Schachspiel, bei dem eine der häufigsten Eröffnungen eben es ist, den Bauer vom Feld E2 auf das Feld E4 zu führen und damit das Spiel zu eröffnen. Und der Gedanke war so ein bisschen, diese Analogie zu nutzen, um zu gucken, ob diese beiden Anträge fürs Grundsatzprogramm, die wir jetzt im Liquid gerade in der Abstimmungsphase haben, ob das tatsächlich Standarderöffnungen sind, ob das ausgefallenere Varianten sind und was man denn eigentlich in unserem Grundsatzprogramm stehen haben möchte. Ja, dann steigen wir doch mal direkt ins Thema ein. Nene, was ist von diesen Grundsatzprogrammanträgen zu halten? Oder, wir steigen in dieses Thema nochmal anders ein. Was soll überhaupt ein Grundsatzprogrammantrag tun? Was soll er nicht? Wie steht ihr da dazu? Also generell sollte natürlich ein Grundsatzprogramm die Grundsätze inhaltlich als auch meiner Meinung nach normativ wiedergeben. Er sollte Was vielleicht meinst du mit normativ? Ja, also dazu werde ich wahrscheinlich später noch kommen. Vielleicht ist das auch ein bisschen ein Kritikpunkt, wo wir uns heute Abend streiten werden, heute Nachmittag. Ich denke, es ist auf jeden Fall, dass eine Zielsetzung gegeben werden soll, die so ein Bild zeichnet. Wo wollen wir hin? Was für ein Menschenbild haben wir? Und welche Ansätze verfolgen wir eben mit unserer Wirtschaftspolitik? Und genau. Wie ausführlich sollte denn ein solches Grundsatzprogramm sein? Also generell macht das natürlich keinen Sinn, schon direkt in die Umsetzung zu gehen, weil davon ganz viele Faktoren abhängen und meiner Meinung nach das Ganze auch immer in einem politisch-demokratischen Prozess erarbeitet werden sollte. Natürlich soll aber die Zielsetzung schon da sein. Also es bringt auch nichts, wenn man dann irgendwie nur Worthülsen bringt, die im Grunde genommen nichts aussagen oder Tautologien sind. Also da muss man schon einen guten Weg finden zwischen wirklich konkreten Ideen und abstrakten Visionen. Tom, siehst du das ähnlich oder... Ja, im Prinzip sehe ich das ähnlich. Ich denke mir, dass es jetzt gerade zum Beispiel im Bereich der Wirtschaftspolitik häufig verschiedene Spannungsfelder gibt oder Trade-offs gibt, wo man sich mehr oder weniger für eine von zwei Zielsetzungen oder Wege entscheiden muss. Also wenn man zum Beispiel sagt, möchte man jetzt irgendwie Keynesianismus oder Ordoliberalismus, das heißt, irgendwie möchte man einen Staat, der aktiv ins Wirtschaftsgeschehen eingreift, wenn eine Krise da ist, viel Geld in die Hand nimmt, um dann zum Beispiel so eine Abwrackprämie irgendwie an den Staat zu bringen, oder möchte man einen Staat, der tatsächlich nur den Ordnungsrahmen bereitstellt, in dem dann der in Anführungszeichen, oder der Markt und die Marktteilnehmer sich um alles Weitere kümmern. Und jetzt dazwischen ist natürlich auch viel da denkbar. Mal, weil wir haben ja mutmaßlich Publikum, das sich nicht vollständig aus Betriebswirten zusammensetzt oder Betriebs- oder Volkswirten zusammensetzt. Jetzt klären wir nochmal, welcher Begriff der welche ist. Genau, also beim Keynesianismus geht es eben um diese aktive Steuerung und aktive Eingriffe ins Wirtschaftsgeschehen. Und bei so einer ordoliberalistischen Sicht, da ist eben der Staat setzt nur den Ordnungsrahmen. Und welche der beiden Ansätze ist besser? Tja, das ist eine der großen Kontroversen immer noch. Also wir haben jetzt, es ändert sich auch im Zeitablauf immer wieder. Also man hatte lange Zeit eben diese
Sichtweise, dass der Staat nur den Ordnungsrahmen setzt. Aber jetzt gerade in Zeiten der Wirtschaftskrise ist man da wieder zu so einem keynesianistischen Ansatz zurückgekommen, weil man einfach gesagt hat, okay, wir haben hier eine riesige Krise. Wir können da jetzt nicht einfach tatenlos rumsitzen und sagen, wir haben halt den Ordnungsrahmen gesetzt, das passt jetzt schon. Sondern da ist dann, das sind natürlich auch Politiker dann irgendwie in der Situation, dass sie sagen, wir möchten eingreifen, wir möchten was machen, wir möchten hier nicht tatenlos zusehen, nehmen dann viel Geld in die Hand. Und es ist aber immer die Frage, ob das was bringt oder ob das nicht einfach verpufft. Was eben dann zum Beispiel die These von eher ordoliberalen Menschen wären, Ordnungspolitikern, die sagen, naja, alles, was ihr da jetzt in den Markt reinkippt, verbrennt halt als Strohfeuer, hat aber keine darüber hinausgehenden Effekte. Und was dann tatsächlich der Fall ist, ja, das ist so eins der vielen Felder, wo auch die VWL auf ihre Grenzen stößt. Ja, welche dieser beiden Thesen würdet ihr eigentlich anhängen oder präferieren? Eher den rahmensetzenden Staat oder eher den handelnden Staat? Möchtest du darauf zuerst, also ich kann auch zuerst darauf antworten. Ja, du bist schon im Bild. Ich bin schon im Bild. Gut, das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube, dass tatsächlich bei vielen Fragen, also ich glaube, der Staat kann schon in Krisen Einfluss nehmen auf den weiteren Verlauf. Mhm. Wir haben das zum Beispiel gesehen bei der Kurzarbeit, was ein sehr wirkungsvolles Instrument war, dass da eben der Staat sich dann da in Zeiten der Krise, der deutsche Staat vor allem, hingestellt hat und gesagt hat, okay, schmeißt eure Leute in den Firmen nicht raus, wenn ihr gerade zu wenig Auftragseingänge habt und die nicht wirklich beschäftigen könnt, haltet sie, stellt die um auf Kurzarbeit, ihr kriegt dafür Geld von uns. Und das war dann so eine von diesen Win-Win-Situationen im Prinzip, wo man gesagt hat, okay, der Staat, also die Leute rutschen nicht in die Arbeitslosigkeit ab, davon hat der Staat und die Menschen haben davon was, aber die Unternehmen haben auch die ganzen gut qualifizierten Beschäftigten, die sie eigentlich gerne halten möchten, mussten die dann auch nicht rausschmeißen aus wirtschaftlicher Not. Das war also ein sehr erfolgreiches Beispiel. Jetzt bei der Abwrackprämie zum Beispiel hat es meiner Meinung nach nicht sonderlich gut funktioniert. Ich glaube, das ist immer da der Punkt, dass man sagt, wenn man wirklich mit solchen finanziellen Stimuli da an den Markt geht, dass man dann eben das über eine längere Zeit machen müsste. Also ich sage jetzt mal mehrere Jahre den Menschen die Erwartungshaltung auch geben, dass man einfach für die nächsten 5 Jahre zum Beispiel dauerhaft diese Politik verfolgt, damit die Menschen dann ihre Erwartungshaltungen anpassen und nicht eben in der Erwartung von so einem Strohfeuer dann ihr Verhalten gar nicht anpassen. Darum geht es letzten Endes immer bei dieser aktivierenden Politik, dieser keynesianischen Politik, dass man sagt, man kippt Geld rein, damit die Menschen wieder Hoffnung gewinnen, wieder die Wirtschaft wieder brummt. Und ich würde halt auch sagen, grundsätzlich noch was, dass es nicht so eindimensional ist, diese ganze Geschichte, sondern dass man eben nicht immer sagen kann, viel Staat, wenig Staat, sondern dass es sehr stark davon abhängig ist, wo man eben den Staat haben möchte und wo eher weniger. So. Ja, also genau den letzten Punkt, den unterstütze ich eigentlich auch. Also keynesianistische Politik ist ja immer auch was auf lange Zeit ausgelegt ist. Da gehört ja nicht nur dazu, in Krisenzeiten die Binnenwirtschaft durch Subventionen anzukurbeln, sondern auch eben in guten Zeiten zu sparen. Das ist ja diese antizyklische Wirtschaftspolitik, die da dahinter steckt. Das muss man natürlich längerfristig verfolgen. Meiner Meinung nach, also meine ganz persönliche Meinung ist, dass man sich gar nicht so sehr nur auf so eine Ideologie oder so versteifen sollte, sondern das immer so ein bisschen abhängig machen sollte von den Dingen, die jetzt gerade sinnvoll sind. Also man versuchen sollte, nicht zu sehr in die eine und nicht zu sehr in die andere, also nicht zu sehr in die Laissez-faire-Richtung, aber auch nicht zu sehr in die überregulierende Richtung abzudriften, sondern einen Ausgleich zu schaffen und vielleicht auch mal situativ zu entscheiden. Also ich denke, die Entscheidung mit der Kurzarbeit während der Krise war wirklich sinnvoll. Auch Freunde von mir haben dadurch ihre Jobs behalten, die in der stahlverarbeitenden Industrie gearbeitet haben oder immer noch arbeiten, Gott sei Dank. Und ich denke, dass aber auch eine Überregulierung jetzt natürlich auch keinen Sinn macht. Also in Planwirtschaft, wissen wir alle, macht ja auch keinen Sinn und auch alles bis ins Detail zu regulieren, ist natürlich auch Quatsch. Ich persönlich denke, wir sollten vielleicht als Piratenpartei auch überlegen, ob wir gerade für die aktuellen Ansätze Ideen finden, weil sich ja doch auch einiges verändert, also gerade die Globalisierung. Diese enorme Schnelligkeit des Informationsaustausches, da sind ja tatsächlich auch jetzt ganz andere Situationen als noch vor 30 Jahren und wo man vielleicht mit binnenwirtschaftlichen Steuerungsmaßnahmen auch noch viel machen konnte und ich denke, dass wir da wahrscheinlich auch für die Zukunft ein bisschen globaler denken müssen. Das ist natürlich schwierig, weil global kann man wenig steuern, kann man wenig Einfluss nehmen. Aber das sind so ein bisschen die Punkte, die mir jetzt auch in diesen beiden Programmen so, da wurde zwar am Anfang drauf eingegangen,
Aber also da denke ich mal, ist noch ein bisschen Handlungsbedarf auch in der Zukunft für uns. So, wir haben jetzt zwei Prinzipien gehört. Wir haben zwei konkurrierende Programmanträge. Wie sieht denn das aus? Sind die jeweils den unterschiedlichen Prinzipien zuzuordnen oder stehen die quasi da beide auf einer Seite? Ja. Also das ist jetzt nicht so einfach zu sagen, weil bei also gerade bei Lauras Antrag ist ja von beiden was drin. Und insofern, also es ist jetzt nicht so, dass das klassische ordoliberale oder klassische keynesianistische Programme wären. Also sind Tendenzen da feststellbar? Also Tendenzen, ja, wie gesagt, also es ist teilweise sehr gemischt. Und insofern, also ich finde, Jan Hemme tendiert so ein bisschen mehr zu den also mit seinen sektoralen, regionalen, strukturpolitischen Maßnahmen, ein bisschen mehr nach dem regulierenden Staat. Und Laura hat ja jetzt, obwohl sie auch jetzt hier mit soziale Marktwirtschaft ziemlich viel drin hat, auch staatliche Regulierung, hat aber auch, also wir hatten uns vorhin mit Tom drüber unterhalten und da sind schon auch einige Programmpunkte drin, die eher der ordoliberalen Politik zuzuordnen sind. Ja, also im Prinzip auch so eine sowohl als auch Geschichte. Ja. Wobei ich dem jetzt kurz mit Blick auf Jans Antrag, naja, das nicht, dem nicht unbedingt widersprechen, aber das ein bisschen ergänzen möchte. Hier haben wir tatsächlich im letzten Teil Prozesspolitik, haben wir tatsächlich einen Absatz drin, wo er sich explizit im Prinzip auf die Seite der Keynesianer stellt. Also wird auch immer viel von Ordnungspolitik geredet und so weiter und so fort. Aber da gibt es einen Absatz, wo explizit drin steht, so soll der Staat aus Sicht der Piratenpartei aktiv in die Marktprozesse eingreifen, um im Rahmen konjunkturpolitischer Maßnahmen wie Konjunkturprogramme den Wirtschaftskreislauf zu stabilisieren und so weiter und so fort. Das ist tatsächlich eine Sache, wo da relativ stark keynesianische Tendenzen festzustellen sind. Und bin ich gespannt, wie eben die Piraten es mehrheitlich sehen. Der von Laura ist da ein bisschen offener. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass viele innerhalb der Piraten auch sagen, naja, so eine Konjunkturpolitik, die wollen wir jetzt eigentlich nicht haben. Wird halt dann interessant sein, was sie zu den Anträgen sagen. Ist ja überhaupt die Frage, ob die Piraten, die jetzt da eine Liquid-Feedback-Initiative abstimmen, überhaupt diese Feinheiten da rauslesen oder nicht eher danach sich orientieren, wie gut ist das formuliert, kommen da schöne Buzzwords drin vor. Zum Beispiel soziale Marktwirtschaft hört sich ja immer ganz prima an, stellt sich natürlich auch jeder was anderes drunter vor, ist von daher auch dazu geeignet, möglichst alle unter einen Schirm zu bringen, weil jeder findet es gut, aber natürlich versteht auch jeder was anderes drunter. Wie sind denn da diese Anträge aufgestellt? Ja, es ist... Prinzipiell sollte man das vielleicht vorab mal sagen, wir haben uns vorhin kurz darüber unterhalten, wie wir zu den Anträgen stehen. Also ich habe da eine leichte Präferenz für Jans Antrag, Nene hat eine leichte Präferenz für Lauras Antrag. Insofern kann man da jetzt vielleicht zum Verständnis, warum wir dann beide in unterschiedliche Richtungen ein bisschen argumentieren. Es ist so, dass aus meiner Sicht bei beiden Anträgen tatsächlich sehr viele Wörter benutzt werden, die jetzt relativ unscharf sind. Die eher so Buzzwords sind, wo sich vermutlich die gesamte deutsche Parteienlandschaft dahinter stellen kann und die näher mit Inhalt gefüllt werden müssten, um da tatsächlich eine Aussage von uns als Piraten zu machen, was ganz häufig aber nicht dann stattfindet. Aus meiner Sicht ist es bei Jans Antrag ein bisschen weniger der Fall. Da werden vor allem häufig nicht so große, eben auch sehr stark aufgeladene Begriffe verwendet. Was bisschen besser ist, denn eben gerade, also wenn es zum Beispiel auf der sozialen Marktwirtschaft geht, Jan Hemme und seine Leute, die haben den noch rausgenommen wieder, während Laura explizit sich hingestellt hat und gesagt hat, nee, mir ist der Begriff wichtig, wir möchten dem neues Leben einhauchen und über diesen Teil im Programm und dass die Piraten das eben vertreten mit dieser echten sozialen Marktwirtschaft, dem neues Leben einhauchen.
Oder dann eben die Frage ist, ob das gelingen wird. Also das ist halt ein Begriff, der stark vorbelastet ist. Und da sieht man zum Beispiel auch, wenn man jetzt sagt, es gibt ja diese Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Das ist eben so ein stark neoliberaler Think Tank in Deutschland, die 1a neoliberale Politik irgendwie versuchen durchzusetzen. Also da gab es eine Passage, wo die irgendwie 60.000 Euro bezahlt haben, um Einfluss auf die Dialoge im Marienhof zu nehmen, um dafür die Marktwirtschaft zu werben. Die benutzen eben auch diesen Begriff. Und da muss man dann schon genau definieren, was man eigentlich darunter versteht, damit man da nicht unter Umständen mit solchen Leuten in einem Boot landet dann plötzlich. Ja, diese angesprochene neue soziale Marktwirtschaft, wie verstehen die insbesondere den Begriff sozial in diesem Kompositum? Ja, also ich glaube, das geht so ein bisschen in die Richtung, die FDP hatte ja auch mal diesen Slogan, Soziales, was Arbeit schafft. Und also ich denke, dass das einfach eine Verdrehung des Wortes selber war bei der neuen, also gerade bei der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Die waren ja wirklich sehr, sehr stark meinungsprägend, versuchend einzugreifen, wirklich auf subtilen Ebenen. Die haben ja auch so einen Banner gehabt irgendwo in einem Fluss, wo der Wasserstandsanzeiger war, sodass man irgendwie Deutschland geht bergab oder so, oder Land unter irgendwie, und dann, also da sozusagen, dass Deutschland am Versinken ist, und dann Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Die Idee ist halt gewesen, ganz klassische neoliberale Politik, also auch diese Dialoge in DS Deutschland, wie hieß das, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten und Marienhof. Das waren ja wirklich so Sachen wie, ja, ich habe jetzt hier eine Leiharbeiterstelle gekriegt und die ist zwar nur befristet und ich verdiene scheiß Geld, also wahnsinnig wenig Geld, aber ganz toll, ich habe vielleicht in einem Jahr eine Aussicht, da eine Festanstellung zu kriegen. Und da war wirklich so, man hat wirklich gemerkt, dass die Menschen darauf vorbereitet werden sollten mit diesen Initiativen und mit diesen Marketing-Aktionen, das anzunehmen. Also auch gerade diese Flexibilisierung des Arbeitsmarktes und auch, was wir jetzt inzwischen als Prekarisierung des Arbeitsmarktes ja auch sehen. Und insofern halte ich das persönlich auch, also gerade in der Zeit diese neue soziale Marktwirtschaft, ich finde den Begriff auch nicht gut. Also das ist auch ein ganz, ganz großer Punkt, den ich auch kritisieren würde an Lauras Programm, dass man eben da mit so einem Begriff, der wirklich inzwischen wirklich ausgetreten ist in alle Richtungen, dann das wieder aufgreift. Also ich denke, dass das haben wir Piraten noch nicht nötig, das aus dieser Kiste wieder rauszukramen und dann versuchen, das wieder auf Hochglanz zu polieren. Also mit welchen Begriffen sollten wir dann agieren? Also meine persönliche Meinung ist, dass man einfach das ansprechen sollte, was wir wollen, dass man wirklich scharf kommuniziert und genauer definiert, was wir machen wollen, eben den Menschen sozusagen die Teilhabe am gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben ermöglichen, und zwar nicht um jeden Preis, sondern auch dass sie ihre Menschenwürde behalten können dabei, dass wir uns gegen diese Angst auch einsetzen, die ja solche flexibilisierten Arbeitsverhältnisse mit sich bringen. Und das ist ja die Idee auch vom bedingungslosen Grundeinkommen, was auch ein Punkt ist, der in beiden Wirtschaftsprogrammen nicht enthalten ist. Und zwar auch gut am Rande, ich glaube, Laura hat gemeint, bis wir das bedingungslose Grundeinkommen einführen, soll Mindestlohn, oder ist das inzwischen schon wieder raus? Ich glaube, das war drin, irgendwie Mindestlohn. Mindestlohn als Brückentechnologie. Auch hier so der Begriff Brückentechnologie ist auch ein bisschen schwierig. Warum? Es ist einfach eine Brückentechnologie, Mindestlohn als Brückentechnologie auszudrücken, das passt einfach von der Begrifflichkeit her nicht. Also man versteht natürlich, was gemeint ist als Übergang, als Zwischenstufe. Ich denke, dass gerade das bedingungslose Grundeinkommen und diese Idee dahinter, den Menschen sozusagen von ihrer existenziellen Angst zu befreien, um ihm die Teilhabe am politischen, sozialen und gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Leben zu ermöglichen, dass das ganz, ganz, ganz zentraler Punkt der Piratenpartei ist, wirklich den da zurückzukehren und diesen Menschen mit der Menschenwürde zu stärken. Und auch denen, die halt eben keine Lobby haben, die wirklich die Schwachen, die ihre Stimme eben nicht laut erheben können, dass wir sozusagen ein bisschen da die Fürsprecher werden.
Jetzt haben wir ja den sogenannten GP050, das Recht auf sichere Existenz und gesellschaftliche Teilhabe, ohnehin schon im Grundsatzprogramm. Und diese wirtschaftspolitischen Grundsätze stehen ja dann auch nicht alleine, sondern werden in ein Grundsatzprogramm eingebettet, wo das mit dem Recht auf sichere Existenz und gesellschaftliche Teilhabe ohnehin schon drinsteht. Müsste das noch einmal in ein wirtschaftspolitisches Grundsatzprogramm rein? Naja, also wir haben ja den, also Lau hat ja den Begriff echte soziale Marktwirtschaft definiert, oder nicht definiert, sondern verwendet. Definiert hat sie ihn ja nicht. Mhm. Und das sehe ich halt als kritisch, dass man eben da nicht sich darauf beruft und sagt, man kann ja dann sozusagen eine Rückreferenz machen und sagen, wir setzen uns dafür ein und vielleicht auch einen eigenen Begriff prägen oder einfach die Vision als solche darstellen und sagen, wir wollen eben gesellschaftliche Teilhabe für alle. Demokratie muss dem Einzelnen auch das Recht der Teilhabe auf Kosten der Wirtschaftlichkeit garantieren. Das ist ein Grundsatz der Demokratie. Ja, der Demokratie nicht zwingend, aber ein Grundsatz hier in Deutschland aufgrund des 20.1 oder 20.2 Artikel Grundgesetz. Hat ja nicht zwingend was mit Demokratie zu tun, aber Deutschland muss ja laut Grundgesetz ein demokratischer und sozialer Bundesstaat sein und damit kommt es dann rein. Das BGE haben wir ja im Moment noch nicht wirklich im Grundsatzprogramm. Wir haben das Recht auf sichere Existenz und gesellschaftliche Teilhabe, also das Ziel, im Grundsatzprogramm formuliert und das BGE als Weg dorthin, dieses Ziel zu realisieren im Wahlprogramm. Wäre es dann überhaupt sinnvoll, das dann sozusagen über die Hintertür, nämlich durch ein wirtschaftliches Grundsatzprogramm, dann doch wieder reinzubringen? Also ich würde gerne das mit deiner Frage davor ein bisschen zusammenfassen, weil das empfinde ich als sehr interessante Frage, als Kernfrage. Was möchten wir von unserem Grundsatzprogramm Wirtschaftspolitik? Denn da verfolgen beide Anträge tatsächlich grundsätzlich andere Auffassungen. Bei Jan ist es so, dass oder bei Jans Antrag, übrigens, also Jan hat den Antrag ja nicht alleine geschrieben, das sind ja jetzt sowohl bei Laura als auch bei Jan, sind da mehrere Personen, die dahinter stehen. Die beiden haben sich da halt jetzt in den Vordergrund gestellt und aufgrund der Pseudonymität dürfen wir, glaube ich, den Namen der anderen gar nicht nennen, hier außerhalb von Liquid Feedback. Also Jans Antrag verfolgt wirklich eine Wirtschaftspolitik im ganz klassischen Sinne. So ein bisschen die Aufgaben, die das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie verfolgt. Wirklich zu gucken, Unternehmen, was machen die, irgendwelche Regulierungen, wie Unternehmen dann agieren können. Da kommt dann auch Umwelt mit rein noch ein bisschen. Und tatsächlich, also Wirtschaftspolitik in einem ganz engen Sinne. Während bei Laura mehr es um Wirtschaftspolitik geht, wie man es vielleicht im landläufigen Sinne versteht. Da kommen dann Steuern rein, da kommt dann die Staatsfinanzierung rein, da kommt Arbeit und Soziales mit rein, was beispielsweise auf Ministerienebene eben auch andere Ministerien sind, also Bundesministerium für Finanzen und eben für Arbeit und Soziales. Und da sind quasi mehrere Punkte zusammengefasst in Ihrem Antrag. Und da ist dann zum Beispiel die Frage, was möchte man haben? Möchte man jetzt einen wirklich Grundsatz Programm Wirtschaftspolitik, Finanzpolitik, Arbeit und Soziales, dann müsste man halt eben auch Jans Antrag nehmen, der dann zum Beispiel mit den Anträgen von Nene im Bereich Arbeit und Soziales besser interagieren würde oder eben mit dem Reset-Antrag. Möchte man was, also ein Gesamtkonzept, das in allen drei Bereichen was abdeckt, dann müsste man eben Lauras Antrag dann annehmen. Ja, genau. Und dazu würde ich halt noch sagen, ich finde es insgesamt sehr schade, dass diese Anträge nicht modular aufgebaut wurden. Ich fände es halt schön, weil viele Sachen sind ergänzungsfähig oder vielleicht auch notwendig, dass man sie ergänzt. Gerade wie du schon sagst, Arbeit und Soziales ist halt relativ angerissen. Meiner Meinung nach sind da enorm viele Punkte, die ganz wichtig sind, denen wir uns annehmen sollten als Piratenpartei und die auch für unsere Zukunft, für die Gesellschaft, nicht nur hier in Deutschland, sondern auch in ganz Europa Sinn machen werden. Also einfach Veränderungen des Arbeitsmarktes, die jetzt in den letzten 10 Jahren passiert sind, die einfach tatsächlich neue Maßnahmen erfordern. Und dazu ist mir in beiden Programmen doch das dann zu unkonkret. Und ich
fände es schön, wenn man diese Programme, wenn die dann angenommen werden sollten, dann irgendwie vielleicht noch ergänzen kann. Also wenn man, wenn das modular aufgebaut würde, wäre das meiner Meinung nach alles viel besser gewesen. Ja, welche Geschichten müssten deiner Ansicht nach denn da noch ergänzt werden? Arbeit und Soziales. Naja gut, da werde ich, da kann ich jetzt ganz klar sagen, ich habe ja die Anträge auch dann erstellt, die meiner Meinung nach gefehlt haben. Da geht es auch ganz stark um die Sicherung. Also diese, wir haben uns, also ich habe mit FJ zusammen gemacht, hatte mir da auch schon länger selber Gedanken gemacht. Und da ging es darum, wie kann man denn existenzielle Teilhabe garantieren? Was kann man denn tun, um den Menschen eben gerade jetzt auch im Hinblick der aktuellen Diskussion um Altersarmut, um diese Arm- und Reichschere, die immer weiter auseinandergeht, was kann man da machen, wirtschafts- und sozialpolitisch, um dem entgegenzuwirken? Und wir haben dann auch verschiedene Anträge ins Liquid gekippt, die genau da ansetzen. Das ist einmal natürlich die Erwerbsquote insgesamt insofern zu fördern, dass man sagt, wir haben momentan eine Frauenerwerbsquote von 68%, wobei das Arbeitsvolumen die letzten 20, 25 Jahre nicht wirklich gestiegen ist. Damals waren es 50% Frauenerwerbsquote. Das hat jetzt nichts mit Frauenquote zu tun. Das geht darum, einfach nur, inwieweit da noch Potenzial, also jetzt rein von der wirtschaftlichen Betrachtung her, wie Potenzial wäre, eben auch diese sozialen Sicherungssysteme langfristig zu stärken. Da würde man natürlich dann da ansetzen, dass man sagt, man würde elternfreundliche Betriebe vielleicht fördern. Man könnte Maßnahmen fördern, die eben wirklich auch Frauen und Eltern, allgemein auch Vätern natürlich, ermöglicht, trotz Kinder zu arbeiten. Da gibt es ja in Skandinavien viele Modelle, die sehr gut funktionieren. Dann die Möglichkeit, also meiner Meinung nach auch, integrative Migrationspolitik zu betreiben, da ganz, ganz viel in Bildung zu investieren. Das ist meiner Meinung nach einer der absolut zentralsten Punkte für die Zukunft, dass wir einen hohen Ausbildungsstandard und einen hohen Bildungsstandard haben, in Infrastruktur natürlich investieren, was auch ein ganz entscheidender Faktor ist als Wirtschaftsstandort. Da kann man sich ja auch mal bei Unternehmen erkundigen, die dann ihre Unternehmen ins Ausland verlagert haben, in infrastrukturell schwache Regionen, die sind dann oftmals sogar wieder zurückgekommen, weil dann einfach hinten und vorne alles nicht funktioniert. Ne? Das sind natürlich solche Maßnahmen, aber natürlich auch zu überlegen, wie kann man die Systeme umbauen, so dass man vielleicht mehr Leute einbezieht, vielleicht Selbstständige anders absichert oder besser auch absichert, dass man wirklich eine Bemessungsgrenze für soziale Sicherungssysteme anhebt, dass man nicht sagt, bei 6.000 Euro brutto ist das Schluss, sondern da kann man ja auch noch nach oben gehen, dann ist das auch ein bisschen gerechter alles. Also da gibt es natürlich viele, viele Faktoren und wir haben da auch einiges uns überlegt, Mindestlohn, also zum Beispiel auch Leiharbeiterregelungen, dass sie mehr, also es ist ja auch aktuell schon in unserem Wahlprogramm drin, dass Leiharbeiter besser gestellt werden, dass man der Prekarisierung des Arbeitsmarktes entgegenwirkt, dass man den Binnenmarkt stärkt, dass einfach die Kaufkraft, die gesamtvolkswirtschaftliche Kaufkraft gesteigert wird, dass sozusagen auch die kleinsten Einzelhändler, Dienstleister und eben die kleinen Unternehmen, die jetzt nicht vom Export leben, dass die da wirtschaftlich von profitieren, dass der Einzelne mehr Geld hat, dann auch mehr Geld hat, vielleicht was zur Seite zu legen und insgesamt auch die Lohnentwicklung ist natürlich auch ein großer Faktor dafür, wie unsere Sicherungssysteme in der Zukunft funktionieren können, dass man vielleicht Nachhaltigkeitsrücklagen bildet oder so. Naja, und das sind jetzt so sozial, das ist jetzt reine, so, sagen wir mal, soziale Arbeit und Soziales, ist natürlich auch ein Bereich der Wirtschaftspolitik, den ich jetzt komplett vermisse in beiden Programmen. Deswegen denke ich mal, wäre es besser gewesen, so modulare oder auch ganz wichtiger Punkt war auch die Anträge, die Thomas noch reingebracht hat, die jetzt auch indirekt, also es ging ja um Wirtschaftskriminalität zum Beispiel und um die kalte Progression, das sind auch Faktoren, die sind total, also Sachen, die man vielleicht jetzt auf den ersten Blick jetzt nicht dran denkt, aber die wirklich wichtig sind auch, um eben auch diesen sozialen Ausgleich und den Ausgleich zwischen Arm und Reich auf lange Sicht nicht so aushöhlen zu lassen. Da haben Piraten ja bislang immer argumentiert, wir führen ein bedingungsloses Grundeinkommen ein und das wird dann schon die meisten Sachen
richten. Das siehst du skeptischer oder? Nein, also ich denke mal, ein bedingungsloses Grundeinkommen wird nicht alle Probleme für alle Zeiten von heute auf morgen für immer lösen. Und wir müssen uns ja auch erstmal in einem Prozess überhaupt überlegen, welche Formen, wie das funktioniert. Also die Idee ist ja momentan, soweit ich weiß, ist unser Statement, wir machen eine Enquete-Kommission, wenn wir können, um zu prüfen, inwieweit das möglich ist. Und ich bin persönlich ein sehr, sehr großer Fan von dem bedingungslosen Grundeinkommen, rein aus dem Aspekt her, dass die Menschen eben von dieser Existenzangst befreit. Und ich habe auch ein positives Menschenbild und denke, Menschen sind kreative Wesen, die wollen, die ziehen auch irgendwo einen Mehrwert daraus zu arbeiten. Also ich glaube auch, dass Menschen gerne arbeiten, wenn sie eben anerkannt werden dafür, wenn sie das Gefühl haben, das macht auch irgendwie Sinn, sie können sich davon ernähren. Ich glaube, dass das tatsächlich sich stark auf die Produktivität und auch auf die Gesundheit des Einzelnen auswirkt, wenn Arbeit nicht mehr die Existenz sichert und auch unsicher an sich ist. Also diese ganzen flexiblen Beschäftigungsverhältnisse, das ist schön, wenn man das freiwillig macht, dann kann man da auch sehr viel draus ziehen, dass man sagt, man ist flexibel, man ist frei, aber man sollte die Menschen nicht dazu zwingen, dass sie es machen müssen, weil nicht jeder ist sagen wir mal, gestrickt, dass er damit, dass er das gut findet. Es gibt auch viele Menschen, die sehr viel Sicherheit brauchen und dann erst kreativ werden können. Und also wenn man so mal in die Produktionsbereiche reinguckt, in die Abteilung, auch in der Industrie, wo sehr viel Leiharbeiter eingesetzt werden, also da ist das schon auch immer ein Dämpfer für die Produktivität, ne? Wenn dann Leute wieder rausgeworfen werden und neue kommen, dann merkt man das halt auch. Ne? Ja, Tom hat gerade zum Mikrofon gegriffen. Ich nehme an, das hat einen Grund. Ja, hat es auch. Und zwar würde ich dazu nämlich ganz gerne was sagen. Also es ist auf der einen Seite, ich finde, dieses BGE ist halt irgendwie eine ganz spannende Sache, weil das letzten Endes so ein Stück Grundsatzprogramm ist, das wir schon haben. Also das Bekenntnis, dass wir das BGE für eine sinnvolle Sache halten erstmal. Von der Realisierbarkeit, da muss man dann eben gucken, inwiefern und wie wäre das eben realisierbar. Aber es ist erstmal eine Grundsatzprogrammaussage im Prinzip, denn wir sagen, das wäre unsere Zielvorstellung und dahinter steckt natürlich ein Menschenbild. Also und zwar eins, das eben sagt, die Leute muss man nicht zur Arbeit zwingen, sondern die suchen sich, die hocken dann nicht den ganzen Tag zu Hause rum, wenn für ihr materielles Wohl erstmal ein bisschen gesorgt ist, sondern die suchen sich eine Betätigung, die wollen sich irgendwie einbringen. Und also der absolute Großteil der Menschen. Und das ist erstmal schon eine Auffassung, die uns auch von vielen anderen Parteien unterscheidet. Nene möchte dazu gleich noch was sagen. Dann übergebe ich dir vielleicht einfach mal das Wort und mach mal einen anderen Punkt nachher. Nein, ich wollte jetzt um Gottes Willen nicht das Wort abschneiden. Nein, ich wollte genau dazu was sagen. Da gibt es nämlich eine Studie von einem Stanford-Professor Psychology oder so. Auf jeden Fall Psychologieprofessor. Und der hat an einer größeren Studie mal untersucht, was die Menschen eigentlich motiviert, also dazu bringt, wirklich gute Leistung zu erbringen, auch Höchstleistung zu erbringen. Und es ging dann von Tierexperimenten los, also von Raben und Affen, die einfach Spaß hatten an dem Spiel als solches. Und sobald sie eine Belohnung dafür bekommen haben, haben sie immer nur gerade so viel gemacht, wie sie machen mussten. Dann hat er das ausgeweitet auf Studenten von verschiedenen, also einmal Studenten vom MIT und einmal Studenten irgendwo in Indien. Und er hat herausgefunden, dass es tatsächlich drei Dinge gibt, die Menschen hauptsächlich sehr motivieren. Das ist einmal Autonomy, also freiheitlichen Rahmen, sich selber entwickeln zu können. Mastery, also etwas zu einer Perfektion zu bringen oder die Freude daran, Dinge gut zu beherrschen. Zum Beispiel bei Geigenspielern, die halt eben das genießen oder das toll finden, das wirklich bis zu einer Perfektion zu bringen. Und Purpose, also eine Art Bestimmung da drin zu haben, oder einen Sinn in dem zu haben, was man tut. Und er hat das dann anhand von verschiedenen Faktoren eben untersucht und meinte, also auf die drei Punkte kann man das auch zurückführen. Und da setzt, denke ich mal, das BGE an, dass man sagt, man gibt den Menschen so ein bisschen Raum, eben diese Autonomie zu haben, eben etwas zu finden, was vielleicht auch irgendwo ihnen einen gewissen, natürlich können wir uns nicht alle völlig verwirklichen. Ich denke, das will vielleicht auch nicht jeder. Manche wollen einfach nur Geld verdienen, nach Hause kommen und dann
zocken oder Fernsehen gucken und können darin ihren Sinn sehen. Aber ich denke, gerade diese Befreiung des Einzelnen ist wichtig. Und auch diesen, dass man auch etwas gerne macht und nicht unter Druck. Und diese Angst und dieser Druck und diese Kontrolle, das ist eben auch so eine Sichtweise, die aktuell oft vorherrscht, dass man sagt, man muss die Leute bestrafen, damit sie was tun. Aber das sehe ich anders. Ja, und daran kann man, finde ich, ganz gut sehen, also was zumindest für mich ein Grundsatzprogramm zu leisten hätte. Also man sagt quasi, okay, wir haben jetzt irgendwie dieses BGE, was wir irgendwie ganz cool finden. So. Selbst wenn wir jetzt keine Beschlüsse zu dem momentanen Sozialsystem und Hartz IV und so weiter hätten, könnte man daraus was ableiten. Man könnte natürlich sagen, die Piraten werden unmöglich dafür sein können, jetzt eine Verschärfung der Sanktionen bei Hartz IV also zu fordern, denn das würde ja überhaupt nicht zu diesem Fable fürs BGE passen, das eben mehr auf mehr Autonomie setzt. Das heißt, wir haben hier einen Programmantrag, der tatsächlich dann in andere konkrete Probleme abstrahlt und da dann unsere Positionen erkennen lässt, die wir vermutlich einnehmen, wenn wir da eben noch keine konkreten Beschlüsse gemacht haben. Und das wäre für mich tatsächlich so ein bisschen was, wo das Grundsatzprogramm dann generell zuständig wäre, dass man den Menschen wahrscheinlich dann über die Zeitungen, weil die wenigsten werden sich unser Grundsatzprogramm durchlesen, sondern eher über die Zeitungen, dann einen Leitfaden mitgibt, so und so ticken die Piratinnen und Piraten mehrheitlich, das ist von denen zu erwarten, wenn mal Fragen irgendwie anstehen, die nicht von den einzelnen Wahlprogrammpunkten schon geklärt werden, was übrigens die meisten Fragen sein werden, also nur Bruchteile der tatsächlichen Politik werden ja dann im Wahlprogramm schon erfasst, oder eben auch für eine Fraktion, die sagt, wir haben jetzt gerade keine Zeit vielleicht für Liquid Feedback oder es ist irgendwie geheim oder ich weiß es nicht, auf jeden Fall haben wir auch keine konkrete Programmatik, dann gucken wir mal, was sich jetzt eben aus dem Grundsatzprogramm ableiten lässt. Das wären so zwei Verwendungszwecke für so ein Programm, Grundsatzprogramm zum Beispiel aus meiner Sicht, wo man dann eben ja, inhaltlich dann auch eben gucken müsste, was möchte man da reinpacken und wie. So, jetzt muss ich aber dann doch nochmal den Besserwisser raushängen lassen. Wir haben das BGE noch nicht im Grundsatzprogramm, sondern das Recht auf sichere Existenz und gesellschaftliche Teilhabe. Das ist im Prinzip läuft das mit diesem Antrag auch auf ein BGE hinaus. Das ist einfach der folgerichtigste Weg, das umzusetzen. Aber es gäbe auch noch andere Möglichkeiten, wie man es machen könnte, die dann auch nicht dem direkt widersprechen würden. Aber rein formal gesehen haben wir das auch noch nicht im Grundsatzprogramm. Nicht, dass jetzt wieder einige Bayern anfangen, da zu hyperventilieren. Nein, wir haben es noch nicht drin. Wir haben es verstanden. So, versuchen wir mal wieder auf diese beiden Anträge zurückzukommen. Wenn man jetzt so als mit wirtschaftspolitischem Halbwissen gesegnet ist, bestenfalls Halbwissen, so wie die meisten Piraten und wie auch ich. Nach welchen Kriterien schaut man sich solche Anträge an und findet heraus, was ist denn der bessere? Sind sie überhaupt so gut, dass man sie verabschieden könnte? Wie geht man da ran als Laie? Also ich weiß es nicht, ob dieser Grundsatz irgendwie von den meisten Leuten geteilt wird, aber ich gehe immer auch als Nicht-Laie oder vermeintlicher Nicht-Laie immer so ran und gucke mir den Antrag an und überlege mir, verstehe ich wirklich, um was es da geht. Das kann entweder darüber passieren, dass der Antrag sehr klar formuliert ist, also der Text, den man dann letzten Endes ins Programm kippen möchte, oder dass die Begründung einem da wirklich weiterhilft, sodass man irgendwelche Vokabeln jetzt hier liest im Antrag, das wirtschaftspolitische Grundverständnis der Piratenpartei gründet auf den ursprünglichen Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft zum Beispiel, dass man sich dann eben fragt, naja, verstehe ich das, was da drin steht? Weil wenn ich es nämlich nicht verstehe, sondern so ein vages Halbwissen habe, dann ist es meiner Meinung nach, wenn es vor allem häufiger passiert, ein Grund, das abzulehnen, was übrigens auch ein Grund ist, warum ich beide Anträge ablehnen werde oder schon abgelehnt habe in der Abstimmung, weil man eben sagen muss, okay, der geneigte Leser, die geneigte Leserin soll ja am besten ohne ständig mit Wikipedia da im Anschlag irgendwie diesen Text zu lesen, imstande sein zu verstehen, was wir wirklich wollen. Nicht nur eine Anhäufung von Vokabeln, die sich erstmal gut anhören, wo man so vermeintlich konsensfähig dann irgendwie den Kopf schüttelt und sagt, ah, das klingt doch gut, weil zum Beispiel soziale Marktwirtschaft klingt ja erstmal ganz gut, sondern dass man wirklich versteht, worum es da geht. Und da wäre es zum Beispiel hilfreich, jetzt in dem Satz, den ich vorhin vorgelesen habe, dass man mal kurz die ursprünglichen Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft nennt, wenn sie schon das Grundverständnis der Piratenpartei ausmachen. Dass man also möglichst explizit ist, damit die Leserinnen und Leser des Programms dann wirklich verstehen, was die Piratinnen und Piraten wollen. Also dem kann ich mich eigentlich auch nur
anschließen. Ich finde eigentlich auch, also ich könnte dem Programm zustimmen, wenn das, wie gesagt, so modular vielleicht so als Art Einleitung, als einleitende Sätze für einen Abschnitt steht, wo das dann weiter ausgeführt wird, wo auch einzelne Punkte vielleicht noch aufgeführt werden, was genau damit gemeint ist, wie genau das umgesetzt, also nicht wie genau das umgesetzt werden soll, aber welche Elemente da eben noch drin ist. So ist das halt so. Ich habe mir auch die Programme anderer Parteien angeguckt. Im Grunde genommen steht jetzt bei uns nichts anderes drin als bei den meisten anderen auch. Im Grunde genommen kann man da das einfach durchschütteln und das ist im Endeffekt teilweise fast im sinngemäß, jetzt nicht im Wortlaut, um Gottes Willen, aber sinngemäß sind das fast die gleichen Inhalte. Und ich denke, da sollten wir uns ein bisschen absetzen. Also vielleicht auch ein bisschen Visionen reinbringen oder eben das so konkret formulieren, dass man, wie schon Tom auch meinte, dass jeder das versteht, weil gerade hier, das ist einer meiner zentralen Kritikpunkte bei Jan Hemmes Programm, dass es hier mit den hier fordert die Piratenpartei Deutschland eine grundlegende Überprüfung der bisherigen sektoralen und regionalen strukturpolitischen Maßnahmen, um die Chancen des wirtschaftlichen Veränderungsprozesses zu nutzen und die negativen Seiten des Strukturwandels abzuschwächen, als auch sozialverträglich zu gestalten. Also dieser Satz tatsächlich kann jede Form von Wirtschaftspolitik zur Folge haben, sowohl ordoliberale als auch keynesianistische, als auch von mir aus sogar theoretisch sogar kommunistisch. Also oder erratisch. Also es ist wirklich, es ist ja sektoral heißt nur Sektoren, also welche Bereiche, regional heißt Ort, also regional natürlich. Mhm. Strukturpolitische Maßnahmen, das kann jetzt sowohl Privatisierung sein, als auch komplette staatliche Regulierung. Also das sagt im Grunde genommen nichts aus. Und das ist halt, er hat das natürlich im Folgenden noch ein bisschen konkretisiert, aber es ist so ein bisschen so ein zu viel Blabla. Ja, also wenn ich euch da gerade richtig verstehe, haltet ihr keinen der beiden Anträge für so wirklich gut und verabschiedungsreif. Da stelle ich doch mal ganz ketzerisch die Frage, wieso habt ihr da nicht einfach selber noch eine Alternative reingestellt? Also bei mir ist die Frage ganz leicht zu beantworten. Ich hatte noch zwei Anträge, die jetzt mittlerweile auch im Liquid stehen, die dann meine Aufmerksamkeit gebunden haben. Ich war halt eben bis vor kurzem noch im Landesvorstand und hatte deswegen schlichtweg keine Zeit. Und ich hatte auch Jan und Laura tatsächlich zugesagt erstmal, dass ich noch Anregungen dazu machen werde. Also du siehst es hier auf meinen Blättern. Es sind sehr viele Anregungen geworden, 90 Anregungen, wenn man beide Anträge zusammennimmt. Aber ich hatte schlichtweg nicht mehr die Zeit, die noch ins Liquid zu packen. Das ist halt jetzt irgendwie nicht sonderlich toll, aber ich denke mir halt auch, ein gutes Grundsatzprogramm schreibt sich nicht in 3 Tagen, schreibt sich nicht in 1 Woche, schreibt sich tatsächlich nicht mal eben in 3 Wochen, sondern nimmt eventuell halt eben ein halbes Jahr in Anspruch. Und ich hätte halt eben auch nur, also selbst wenn jetzt alle meine Anregungen umgesetzt worden wären, was wie gesagt zahlreiche sind, dann wäre das trotzdem ein Antrag, der dann am Bundesparteitag, wenn er dran käme und dann in dieser Approval-Auswahl dann also letztendlich zur Abstimmung steht, wo ich dann für die Ablehnung hätte plädieren müssen. Weil trotz diesen teilweise 50, 60 Anregungen, die umgesetzt worden wären, der Antrag meines Erachtens trotzdem nicht es würdig wäre, bei uns im Grundsatzprogramm zu landen. Also schon in den Strukturen und in den quasi Fundamenten falsch angelegt oder warum? Ja, das auch. Es ist halt immer die Frage, was wissen die Leserinnen und Leser so eines Programms prinzipiell jetzt erstmal über die Thematik, was möchten sie von uns wissen, wie wir darüber denken. Und ich glaube, da ist es halt erstmal eine ganz gute Idee zu sagen, es gibt dieses Spannungsfeld, es gibt diese Möglichkeiten, wo man sich positionieren kann, wie positionieren wir uns. Und da muss, wenn man das so zum Beispiel vorgehen möchte, muss man tatsächlich beide Anträge komplett anders aufziehen. Ansonsten sind eben auch viele dieser Anregungen halt Formulierungsänderungen, wo wirklich quasi meine Anregungen letzten Endes aus Flickschusterei bestehen, also wo dann mal irgendwie Begriffe geändert werden und so weiter und so fort. Aber es steckt meiner Meinung nach tatsächlich zu wenig Inhalt drin. Also das ist das, was Nene gerade meinte. Wenn man jetzt, das ist noch übrigens, um auf die Frage von vorne nochmal kurz zu antworten, ein guter Tipp für die Leute, die dann das eben im Liquid abstimmen wollen.
mal das Gegenteil von den verwendeten Begriffen benutzen und gucken, was dann eben rauskommt. Also wenn man zum Beispiel sagt, wir stehen hier für jetzt den Satz, den Nene vorhin zitiert hat, grundlegende Überprüfung ist, um die Chancen des wirtschaftlichen Veränderungsprozesses zu nutzen. Okay, Gegenteil ist, wir wollen die nicht nutzen. Gut, wer möchte schon die Chancen nicht nutzen? Die negativen Seiten des Strukturwandels abzuschwächen, also die abzuschwächen, im Gegenteil wäre dann irgendwie die noch zu verstärken, möchte natürlich auch niemand. Und als auch sozialverträglich zu gestalten. Also jede Partei möchte das sozialverträglich gestalten. Behauptet sie zumindest. Behauptet sie zumindest. Mhm. Nur die Vorstellungen, die man davon hat, weichen immens voneinander ab. Und was ich eben von so einem Antrag möchte oder von so einem Grundsatzprogramm ist, dass man weiß, naja, was bedeutet das für die Piraten, dass etwas sozialverträglich ist? Was bedeutet das für die Piraten, dass die Chancen genutzt werden? Wo sehen die Chancen und wie genau sollen die eben genutzt werden? Und das geht leider da eben gar nicht aus den Anträgen hervor. Ja, zu meiner rechten Seite möchte man schon antworten. Nein, aber genau das ist der Punkt. Also genau das ist der Punkt, weil das sind so Sätze, die sind im Grunde genommen Türöffner für alles. Und da sind keine Visionen drin, und das sind fast schon, naja, nicht Tautologien, aber so, das sind einfach Worthülsen, die überhaupt nichts aussagen. Das hat jeder drin. Und was ist unsere Folge daraus? Wie wollen wir denn unsere Gesellschaft, also ich denke, Politik ist ja auch mal gestalten und nicht nur reagieren, sondern auch vorgeben. Und wie wollen wir denn unsere Zukunft, wie wollen wir die Gesellschaft fördern, in welche Richtung wollen wir da praktisch auch jetzt vielleicht nicht eingreifen, aber vielleicht Visionen vorgeben. Und ich denke, gerade das BGE ist ja eine Vision. Und also gerade die negativen Seiten des Strukturwandels, das sind wirkliche Hüllen, wo man gar nicht konkret darauf eingeht, was genau meint man damit jetzt? Welche, für wen eigentlich die negative Seiten? Also es muss ja mal sich auch auf irgendjemanden beziehen. So eine Wirtschaftspolitik kann ja pro Wirtschaft oder pro Gesellschaft Wirtschaftspolitik betreiben. Und ich denke, dass das schon auch klar festgelegt werden muss. Wenn ich jetzt die Meinungen von links und rechts so zusammenfassen würde in einem kurzen Satz, würde ich daraus hören, einfach zu viel Geschwurbel. Stimmt das? Kann man das so sagen? Schon manchmal ein bisschen. Ich glaube, man sieht einfach, dass beide Programme relativ schnell runtergeschrieben wurden, sich teilweise auch an existierenden Wirtschaftsprogrammen anderer Parteien orientieren oder vielleicht sogar darauf aufbauen. Ich weiß nicht, ob es jetzt zu viel also in dem Moment, wenn man feststellt, da ist Geschwurbel, ist es eigentlich zu viel, weil eigentlich sollte man so viel wie nötig kommunizieren und also immer so, dass nicht mehr als notwendig, aber auch nicht zu wenig, aber wenn das dann halt sozusagen in einen Prozess ausartet, wo das dann irgendwie einfach nur eine Worthülse nach der anderen dann gibt oder ein Buzzword nach dem anderen dann eben auftaucht, dann ist das ein bisschen schade. Also meine Antwort auf die Frage wäre ein vollumfängliches Ja. Es ist, vielleicht kann man da auch so ein bisschen Brückenschlag machen zur Open Mind, als Anatol Stefanovic den Vortrag über die Sprache gehalten hat. Und da ging es ja auch darum, dass eben Worte aufgeladen sind mit oder gewisse Bedeutungen haben, die viel weitergehender sind, als man das vielleicht erstmal im ersten Moment denkt, dass sie dann noch ganz unterschiedliche Konnotationen und Assoziationen haben können. Und gerade bei solchen Begriffen, die eben relativ weit gefasst sind, findet das meiste eben im Subtext statt und ist auch eben dann subjektiv, abhängig von der Person, die das eben sich gerade anguckt, womit es dann eben auch eine gewisse Beliebigkeit erhält. Und wenn man das dann eben als Geschwurbel bezeichnen möchte, dann dann ist eben in beiden Anträgen tatsächlich meiner Meinung nach deutlich zu viel Geschwurbel. Was ich da ganz kurz vielleicht auch noch dazu sagen möchte, ist, ich habe ja auf die Frage, warum ich es nicht besser gemacht habe, ich habe diese, also bei Lauras Antrag sind es jetzt irgendwie 70 Anregungen, die ich mir hier an Rand geschrieben habe. Das dauert 3 Stunden, diese 70 Anregungen da irgendwie sich an Rand zu kritzeln. Das dann umzusetzen und auszumerzen,
habe ich ja auch versucht. Da brauchst du eben dann pro Anregung ungefähr 15 Minuten bis eine halbe Stunde. Insofern ist es dann halt deutlich aufwendiger, dann tatsächlich auch das besser zu machen. Und das ist eben jetzt der Punkt, warum ich hier sage, meiner Meinung nach sollten beide abgelehnt werden. Es ist aber eben nicht ganz so einfach, das innerhalb von 2 Stunden mal eben besser zu machen, sondern da ist eben ganz viel Arbeit notwendig. Aber wir haben ja eventuell auch noch Anfang nächsten Jahres einen zweiten Programmparteitag und ich hoffe halt, dass wir die Zeit bis dahin nutzen werden, um die Schwächen dann zu beseitigen. Also ich finde, dass man jetzt auch nochmal im Liquid gucken sollte, dass es auch noch eine Menge andere gute Anträge momentan gibt, also von verschiedenen Leuten. Ich finde, so ein Programm ist auch mal schön, wenn man das gemeinsam schreibt und nicht einer schreibt was runter und gibt eigentlich wenig Möglichkeit, da noch in einem Prozess damit einwirken zu können. Und es gibt ja Anregungen, das ist viel mehr, als es bei etablierten Parteien gibt. Das stimmt auf jeden Fall, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Aber wie gesagt, meine Meinung nach hätte das Ganze modular aufgebaut werden sollen. Und um auch nochmal auf die Frage zurückzukommen, ich wollte eigentlich auch mit ein paar Leuten zusammen, ich hatte auch mal mit Tom geredet, wir hatten eigentlich auch überlegt, ob wir nochmal einen eigenen Komplettantrag machen oder Module reinsetzen. Letztendlich das, was jetzt drin ist von uns, ist halt das, was wir in der Zeit geschafft haben. Es ist aber auch so, dass ich denke, dass da auch wirklich eine Menge gute andere Anträge drin sind, die man sich angucken kann. Und ich bin sehr gespannt, was für Anträge eingereicht werden auf dem Programmparteitag und bin ziemlich zuversichtlich, dass selbst wenn diese Programme abgelehnt werden sollten, wir einen Wirtschaftsteil haben werden, der sich auf jeden Fall sehen lassen kann. Das klingt ja sehr optimistisch, wenn ich mir so anschaue, was ich dort gerade im Themenbereich Wirtschaft und Soziales im Liquid so finde, dann, ja okay, das meiste scheitert dann ja auch schon am Quorum. Ja, nicht alles, ich weiß, ja, ist halt auch die Schwierigkeit, aber wenn wir jetzt die Liquid-Kritik aufmachen, machen wir ein ganz großes Fass auf. Ja, aber schon zu meiner Rechten möchte mal ja. Wieder. Nee, also ich weiß zum Beispiel, dass Maha zwei interessante Initiativen drin hat zu dieser Privatisierungsgeschichte, das Infrastruktur. Und also diese Grundversorgung nicht privatisiert werden sollte, das denke ich mal ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist leider Wahlprogrammsantrag. Wie gesagt, Tom hat ja ein paar Anträge noch gemacht. Und es gibt auch schon ältere Anträge, wo eben auch so verschiedene Sachen drin sind. Auch die Leiharbeiterregelung war auch schon mal bevor wir sie jetzt noch ergänzt haben im Liquid. Also generell denke ich mal, wir werden auf jeden Fall ein paar Punkte kriegen. Und ich bin mir persönlich jetzt auch noch nicht ganz sicher, welche Anträge und ob ich Anträge den allen zustimme oder nicht. Generell denke ich, wäre es gut, wenn wir auf jeden Fall möglichst bald auch uns mit diesen Themen mehr auseinandersetzen, vielleicht in einem anderen Rahmen, dass man eben ein bisschen besseren Austausch auch innerhalb der Partei hat, über solche Themen mal zu reden. Also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass man mal so eine Art Themenkonferenz macht, wo man dann auch Vorträge hat oder auch ich meine, jetzt ist ja gerade die Euvico, aber das war ja auch so ein bisschen eine Sache, die so ein bisschen nicht von allen so als positiv bewertet wurden, weil sie halt doch sehr ausschließend auch ist und nicht jeden einbezieht, sondern nur die Leute, die sich da eben die Zeit haben, da hinzufahren und letztendlich auch nichts dabei rauskommt, weil die Anträge, die jetzt im Liquid sind, sind halt eingefroren dann. Ne? Ja, da können wir jetzt erstmal nichts dran ändern, dass wir vor Programmpartei oder überhaupt vor Parteitagen gewisse Fristen haben. Ja, aber wir haben, es wurde vorhin schon angesprochen, wahrscheinlich 2013 den ersten Parteitag, da nochmal einen Programmparteitag und die Vorstandswahl dann auf den zweiten verschoben. Wäre das so eure Empfehlung zu sagen, okay, diese ganzen Geschichten drehen nochmal sozusagen eine Ehrenrunde, werden nochmal verbessert, vielleicht zusammengeworfen, was auch immer, vielleicht auch nochmal komplett neu hochgezogen und dann mit etwas fundierterem und wenn man, ich sehe da zu meiner Rechten schon ein Nicken, zu meiner Linken habe ich die Augen gerade nicht gehabt, wie müsste man diesen Prozess aufziehen, dass dann wirklich etwas Vernünftiges dabei herauskommt? Naja, also auf jeden Fall sollten sich alle beteiligen
und öfter mal ins Liquid schauen. Dazu haben wir das. Da ist die Teilnahmequote ja auch immer noch relativ niedrig. Es ist natürlich so eine Sache, ich meine, nicht für jeden ist Wirtschaftspolitik jetzt interessant oder auch Finanzpolitik. Ich denke, wir müssen uns auf jeden Fall mit solchen Themen auseinandersetzen und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass eben nächstes Jahr im Frühjahr nochmal einen Wahl- und Programmparteitag zu machen, gerade im Blick auf die Bundestagswahl, dass das durchaus Sinn macht. Ich glaube, das halbe Jahr mehr oder weniger, selbst wenn, also mit unserem aktuellen Vorstand, ich denke, dass das wesentlich essentieller ist, dass wir da ein vernünftiges Programm an den Start kriegen, gerade vor der Herausforderung, vor der wir jetzt aktuell stehen. Ne? Also im nächsten Frühjahr keine Wahl- und Programmparteitag, sondern ein reiner Programmparteitag. Habe ich Wahl gesagt? Ja. Ich meinte ein Wahlprogramm- und Grundsatzprogrammparteitag, nicht ein, Entschuldigung. Ja, zumal wir wahrscheinlich auch so ein paar Sachen noch an der Satzung fixen müssen, Schiedsgerichtsordnung und solche Freuden. Ja, wie siehst du das? Ja, also ich bin tatsächlich ein bisschen skeptischer. Es ist so, wir haben ja jetzt mit der Schiedsgerichtsordnung beim letzten Parteitag irgendwie festgestellt, dass wir da durchaus imstande sind, selbst nicht jetzt irgendwie nachts um 10 oder so, sondern tatsächlich irgendwie am Mittag großen Müll in unsere Satzung zu packen, den niemand versteht. Und die ihn verstehen, lehnen ihn ab, aber er kommt trotzdem rein. Und die Gefahr sehe ich eben auch bei jetzt erstens bei den Wirtschaftsanträgen bereits in Bochum. Dass eben die Leute sagen, naja, wir brauchen aber irgendwie Wirtschaftsanträge, da können wir jetzt nicht so auf jedes einzelne Detail gucken und dann landen plötzlich Dinge drin, die man eben gar nicht drin haben möchte, eigentlich, weil man für die unmöglich einstehen kann, aber man hat sich eben nicht sorgfältig drum genug gekümmert. Ich sehe aber auch das Problem, dass wenn wir eben sagen, okay, die Dinger werden jetzt erstmal abgelehnt und wir gucken dann eben nächstes Frühjahr nochmal, wie viel wir drin haben, so ein bisschen ist man halt auch in Offenbach oder in Neumünster auch schon vorgegangen, also und jetzt ist es irgendwie ein Jahr später, ein Jahr nach Offenbach und wir haben immer noch eine dürftige Situation bei den Wirtschaftsanträgen. Klar, der Druck steigt, die Bundestagswahl naht, aber ich sag mal, also mein Plädoyer wäre zu sagen, wir halten unsere Ansprüche aufrecht, lehnen halt Anträge, die wir nicht sehr gut finden, ab. Die haben dann eben nichts im Programm zu suchen. Und wir kriegen damit dann das Wirtschaftsprogramm, das wir verdienen. Und wenn das eben bedeutet, wir haben kein Wirtschaftsprogramm, weil eben keine Anträge rechtzeitig kommen, dann ist es eben so. Besser als sich irgendwelche Dinge reinzuschreiben, die Kopfschmerzen bei jedem verursachen, der versteht, was drin steht und sie sich durchliest. Ja, das kommt ja ab und an sofort. Du hast gerade angesprochen, dass diejenigen, die dann über den Antrag oder die Anträge befinden, nicht unbedingt von massiv Fachkenntnis gesegnet sind. Müssen wir da nicht jetzt erstmal rangehen und da auch Schulungen in die Basis hinein machen, damit die überhaupt erstmal die Grundlagen verstehen und da einen Blick dafür kriegen, was tendiert zum Beispiel Richtung Keynes, was interessiert Richtung Ordnungspolitik? Für mich wäre das der zweite Schritt. Der erste Schritt wäre eine Umstellung der Einstellung der Menschen. Das heißt, dass man sagt, wenn ich einen Antrag nicht verstehe, wenn ich keine Ahnung habe und wenn ich da keine Person habe, der ich vertraue, die den Antrag verstanden hat, wo ich mich dann eben nach dem Urteil dieser Person richten kann, dann muss ich das Ding ablehnen. Denn es ist in der Pflicht, meiner Meinung nach, des Antragstellers oder der Antragstellerin, den Antrag so darzustellen, dass ihn die durchschnittliche Person bei einem Bundesparteitag oder im Liquid verstehen kann. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird der Antrag eben abgelehnt, weil man kann ja schlecht über Dinge abstimmen, die man nicht versteht. Und wenn man so herangehen würde, dann wäre beispielsweise die Schiedsgerichtsordnung nicht geändert worden und dann würde man da eben auch viele Programme jetzt derzeit nicht viele Anträge nicht verabschieden, nicht beschließen. Und dann würde eben in einem zweiten Schritt automatisch der Bedarf für solche Schulungen notwendig werden, für einen größeren Fokus eben auf die Rezipienten dieser Anträge und dieser Antragstexte. Ja, wenn aber jeder eine Schiedsgerichtsordnung ablehnt, nur weil er sie nicht versteht, dann kriegen wir da keine Änderung mehr durch, weil dann müssten die immer von irgendwie 80% abgelehnt werden. So wird es doch auch nichts, oder? Die Frage, was ist die Grundlage für eine Entscheidung, wenn man nicht versteht, worum es geht?
also wie gesagt, man hat es bei der Schiedsgerichtsordnung gesehen, man konnte im Saal feststellen in Neumünster, dass so vereinzelte Tische, nämlich die, wo Menschen aus den Schiedsgerichten, aus den Landesschiedsgerichten oder Bundesschiedsgerichten da saßen, dass die immer gegen die Anträge gestimmt haben, während der Rest halt irgendwie diesem Typen im orangefarbenen Anzug zugestimmt hat. Also man gibt sich dann eben so einer zufälligen Situation oder wer ist dann die bessere Rednerin, der bessere Redner, wer tritt irgendwie cooler auf und so hin, was finde ich keine Grundlage sein sollte für Entscheidungen. Ja, jetzt haben wir viele Themen angerissen, sogar unsere Schiedsgerichtsordnung. da muss man von Wirtschaftspolitik auch erstmal hinkommen innerhalb von einer Stunde. Wollt ihr noch ein kurzes Schlussstatement, aber ganz knapp? Ladies first. Naja, ich hätte jetzt gesagt, guckt ins Liquid, aber das ist ja leider zu spät. Die Anträge sind, ich glaube, gestern eingefroren oder heute? Die sind schon in der Abstimmungsphase. Also trotzdem reinschauen, abstimmen, weil das brauchen wir auf jeden Fall für Bochum, dass wir uns auch schon mal, also dass ihr euch auch schon mal darauf vorbereitet, dass ihr das vorher alles schon mal gelesen habt, dass ihr vielleicht sagt, ah, das war der Antrag, dem habe ich zugestimmt, den fand ich gut. Oder, oh nee, das war der Antrag, den habe ich abgelinkt, den will ich nicht haben. Also euch damit auseinandersetzen, auch im Vorfeld die Anträge bitte durchlesen und im Zweifelsfall auch gerne, wenn irgendwelche Fragen sind, ich denke mal, dass Tom und ich auch gerne Leute über, also jetzt, wenn es um inhaltliche Sachen geht, da gerne auch mal aufklären, wenn einzelne Begriffe nicht verstanden werden oder Zusammenhänge nicht verstanden werden, da sind wir natürlich auch mal gerne dann auch mit Rat und Tat zur Seite. Ja, mein Schlussstatement ist, ein Dank erstmal an die beiden Teams um Jan und Laura. Es ist halt viel Arbeit und die Anträge sind leider meiner Meinung nach noch nicht so weit, dass sie irgendwie sinnvoll irgendwie ins Programm integriert werden können, auf die Art und Weise, wie sie jetzt eben sind. Deswegen mein Tipp eben an alle Leute, die da sich an der Abstimmung beteiligen, guckt euch die Anträge wirklich an, schaut, ob ihr versteht, worum es da geht und schaut, ob das, was drinsteht, wenn ihr was gefunden habt, wo irgendwas konkret drinsteht, ob euch das gefällt und trefft dann darauf basierend die Entscheidung. Ja, vielen Dank. Das war P9 Live zum Thema Wirtschaftspolitik und den beiden gerade in der Abstimmung stehenden Initiativen. Ich hoffe, wir schaffen schon auf nächsten Samstag wieder eine Sendung. Ich weiß zwar noch nicht, zu welchem Thema, aber da finden wir schon was. Gerade im Thema, im Themenbereich Wirtschaftspolitik gibt es so viele Themen, da könnten wir jetzt bis Bochum kontinuierlich so durchmachen. Ich danke nochmal ohnehin allen hier im Studio, wenn wir hier unsere P9 Studio nennen wollen. Ich danke euch fürs Zuschauen und schaltet mal wieder ein, wenn es heißt wieder P9 Live. Ciao, ciao.